Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollten wir mal in eine Höhle gehen. Ich habe hier offscreen ein bisschen gesucht. Es hat schon 10 Minuten gedauert oder so, bis ich überhaupt eine Höhle gefunden habe. Aber jetzt haben wir eine. Ich habe mich hier schon etwas ausgerüstet und ja, lass mal reingehen. Erstmal hier haben wir hier schon mal ein bisschen Eisen. Sehr wichtig, Kohle haben wir eigentlich noch, aber Kohle will ich jetzt auch nicht so sehen. Hier haben wir nichts. Direkt ein Zombie. Oh ne, Creeper. Erstmal nach unten. Oben sieht es auch sehr gut aus, aber da ist noch nicht. Ich gehe erstmal nach unten. Eisen habe ich schon mal genug. Ich kann mir jetzt noch ein paar Sachen craften. Ich habe noch hier ganz viel Kohle dabei. Fackeln haben wir das für den Anfang auch. Ich hätte echt gedacht, dass die Höhle etwas kleiner ist, aber die ist echt groß. So, da noch ein bisschen abbauen und dann hier oben noch. Gold habe ich noch gar keins gefunden. So, Gold will ich auch gern finden. Obwohl Gold jetzt echt nicht so. Oh shit. Ha. Nicht so wichtig ist. Ich habe mir jetzt keine Goldspitzhacke craften, die sich halten ja. Gefühlt nur 10 Sekunden. Was ist jetzt unter? Ich will jetzt echt nicht von Kies sterben, also das wäre, also das, wenn das wäre, ist echt schlecht. Oh, ich habe noch ein bisschen Hunger. So viel Essen habe ich jetzt echt nicht eingepackt, aber ja, für den Anfang wird es reichen. Hier sieht, ja, die Höhle ist glaube ich gleich, oder? Oh, wir hatten bis jetzt nur den Creeper, den Zombie. Also so viele Monster hatten wir bis jetzt noch nicht. Das ist schon mal sehr gut, denn... Oh. Enderman! Nein! Nein, nein. Shit, 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 ich werde sterben. Wie kann denn da ein Enderman sein? So. Ich muss jetzt direkt wieder zur Höhle. Oh, ein pinkes Schaf. Oh, Enderman. Ich habe ja auch nie ein Schwert oder so dabei. Ja, eigentlich ist eine Axt doch besser als ein Schwert, aber ja, ich bin in so PvP-Sachen und so bin ich echt sehr schlecht. Aber hier haben wir schon wieder unsere Höhle. Ich bin ja gerade noch ein paar andere Richtungen gelaufen und dann nach unten. Nach oben nicht, oder wir gehen nach unten, müssen unsere Sachen wiederholen. Achso, ja, hier rechts. Das mit den Fackeln bringt uns erstens Licht und bitte nicht. Bis. Oh, der ist da noch. Der soll sich wegporten. Was macht ihr da?
Was soll ich tun? Da ist er. Oh ja. Okay, ich muss den Schritt wagen. Was war das? Oh nee. Okay. Ah, ich will nicht sterben. Bitte nicht. Ja, hallo, ich guck dich nicht an. Dankeschön. Und dann gehe ich schnell wieder raus. Ich baue das hier erstmal ab. Aber ich habe gar keinen Bock jetzt, dass der Enderman mich nochmal angreift. So. Hier ist schon mal alles fertig. Dann noch ein bisschen Kupfer. Geht's hier noch weiter? Nee, das ist gut. Jetzt müsste ich eigentlich zu dem Enderman nach unten. Ah. Oh. Ist eine schlechte Situation, in der ich mich jetzt befinde. Der Typ ist da doch noch. Ich habe jetzt hier erstmal Licht. Das finde ich jetzt nicht so schön. Oder ich nehme mir erstmal, ja, die Axt habe ich ja schon, aber ich werde den nicht kriegen. Ich hole mir erstmal noch den Rest. Oh ne, jetzt kommt er wieder. Das teleportiert sich auch einfach gar nicht weg. Er ist hier einfach nicht erwünscht. Oh ne, bitte nicht, bitte. So. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Der Enderman ist echt doof. Ich mache mir jetzt hier Werkbank. Ich packe mir jetzt einfach ja, auch Werkbank. Ich wollte mir einfach nur so, ich mache mir eine Truhe. Schild, geil. Mach ich mir auch einfach. So, eigentlich, bin halt kein PC-Spieler. Eigentlich. Ich spiele nicht so lange auf dem PC und ich bin echt nicht gut. Ich packe jetzt einfach alles weg. Ich will auf keinen Fall sterben. So, Schild nehme ich mit und das Zeug hier. Dann nehme ich das Schild hier rein und so. Ich weiß gar nicht, ob das was gegen die bringt, aber wir müssen es versuchen. Wo ist der Kerl? Wo ist er? Wohin? Ach, dieses Geräusch. Ach, da oben. Oh, shit, shit, shit. Okay, der hat sich da reingebackt. Ja, wir haben ihn. Oh mein Gott. Hätte ich echt nicht gedacht. Das ist sehr cool. Sehr geil, sehr geil. So, wir haben jetzt nicht so viel HP. Ich nehme da wieder alles mit. Oh, Enderman. Draußen bin ich jetzt nicht. Okay. Zombies gar kein Problem, würde ich sagen. Das ziehen wir auch natürlich an.
Fackeln und auf jeden Fall. Ja, die Karotte vom Zombie esse ich dann erstmal. Damit wir unsere Leben. Ja, verrottetes Fleisch ist jetzt nicht so geil, aber zum Leben regenerieren kann man es durchaus machen. So. Den nächsten. So, fertig. Wir haben jetzt zwar ein bisschen mehr Hunger, aber wenigstens regenerieren wir uns schnell unsere Leben. Ja, hier ist echt viel Kohle. Wir haben eine Enderperle. Das ist gut. Die lagere ich dann erstmal. Später kann ich die dann gebrauchen. Die Höhle. Oh, die geht hier noch weiter. Also, diese ganze Höhle ist echt groß, muss ich sagen. In der Folge werden wir auf jeden Fall nicht alles schaffen. Aber zum Glück. Also, wir haben dann schon mal eine Höhle, wo wir wissen, dass wir hier echt viele Möglichkeiten haben, um Sachen zu finden. Wir spielen hier auch, ich spiele hier auf jeden Fall in der neuesten Version, 1.17. ja, vielleicht kommen auch noch andere Leute dazu, aber das kann ich jetzt noch nicht voraussagen. Da bin ich noch mit ein paar Leuten im Gespräch, aber da, ich weiß, ich habe auch noch. Ich weiß auch noch nicht, wann das sein soll. Jetzt in den nächsten 10, ja, 5 Folgen wird jetzt erstmal niemand mehr da sein, kein anderer da sein, aber danach wird vielleicht, ich kann nichts versprechen, aber vielleicht kommt dann wieder eine andere Person mit dazu. Oh, das da unten sieht gar nicht gut aus. Oh mein Gott, so ein Minenschacht. Sehr tiefe Schlucht, also hier könnte echt einiges sein. Wir müssen uns irgendwie runterarbeiten. Habe ich einen Wassereimer? Ja. Nee, habe ich leider nicht. Das ist schade. Ich bin nicht schlecht im Water MLG, muss ich sagen. Da unten ist doch Wasser. Ich will aber jetzt. Und da sind auch Zombies. Ich will, wird da jetzt nicht reinspringen direkt. Kann ich mich hier, wie weit kann ich mich denn hier runterbauen? Ach, wenn mich jetzt hier ein Skelett irgendwie abschießt. Ich würde sogar eher sagen, ich gehe noch mal kurz raus aus der Höhle und sichere mich ab. Mit meinen ganzen neuen Errungenschaften und danach komme ich später nochmal. Denn ich will lieber auf Nummer sicher gehen und nicht hier meine ganzen. Hier, ich habe einen halben Stack Eisen. Dann, ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber trotzdem, ich will nicht meine ganzen Sachen verlieren. Ich habe auch hier einen schweren Kampf mit einem Enderman gehabt. Also, das ist echt alles. Ich kann es einfach hier rein tun, eigentlich auch. Was ich jetzt erstmal nicht brauche. So. Ja. Essen nehme ich auch nochmal mit und. Dann gehen wir rein. Rein da. Oh. Echt sehr tief. Hätte ich mal die Schaufel mitgenommen. Ich spiele circa seit 5 Jahren Minecraft und auf dem PC seit einem halben, ja, halbes Jahr jetzt auch nicht. Oh, hier kann man schon deutlich mehr sehen. Halbes Jahr noch nicht, seit April, glaube ich. Also. Ja, ungefähr ein halbes Jahr.
Alter. Welches Skelett? Da unten wimmelt's nur so von Zombies. Was habe ich eigentlich? Kann man das überhaupt sehen? Was ist hier eigentlich? Schwierigkeiten normal. Nee, mach ich das zwar nicht. Ach. Prepper. Oh, hier ist noch Eisen. Ich würde sagen, das Risiko gehen wir erst in der nächsten Folge ein. Wir haben jetzt eine echt gute Höhle gefunden und das da unten sieht auch sehr vielversprechend aus, aber da will ich lieber noch eine Folge warten und dann in der nächsten Folge gucken wir uns mal hier unten die Höhle an. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ja, ciao.